Hallo zusammen, ich bin der Speer. Ich mache eine dreijährige Lehre aus Spengler bei Bernard Ruf AG, bin jetzt im zweiten und möchte euch gerne meinen Alltag zeigen. Kommt mit! Als Spengler hat man sehr viel mit Blech zu tun. Entweder ist man auf dem Steildach oder auf dem Flachdach. Man ist meistens draußen und an frischer Luft. Hier wird eine Dunstrohreinfassung mit den Haftern montiert, dass es nicht verrutscht wird. Hier sieht man, wie ich ein Ablaufrohr mit dem Blitzschutz montiere. Der Spenglerberuf ist sehr abwechslungsreich. Die Firma ist sehr hilfsbereit und ich habe ein gutes Team. Der Bewerber muss handwerklich begabt sein, teamfähig und schwindelfrei. Hallo zusammen, ich bin der Simon, gelehrter Spengler, bin seit 13 Jahren dabei. Ich habe Weiterbildung gemacht zum Spenglerpolier. Es geht noch weiter und das wäre der Spenglermeister. Und das Schöne an diesem Beruf ist, von außen an diesem schönen Wetter zu arbeiten. Mein Name ist Beat Jenny, bin Bereichsleiter der Spenglerei und stellvertretender Geschäftsführer bei der Firma Bernard Ruf. Als Spengler liegt mir das Handwerk sehr am Herzen. Wenn du dich für einen Spenglerberuf entscheidest, lernst du einen sehr kreativen Job, wo der Berufsstolz gross geschrieben wird. Nach deiner dreijährigen Grundausbildung hast du diverse Weiterbildungsmöglichkeiten. Sei das als Baustellenleiter, Spenglerpolier oder gar Spenglermeister. Mit der Berufsmaturität hast du die Möglichkeit, an den höheren Fachschulen eine Weiterbildung zu starten. Ebenfalls werden Grundausbildungen zusätzlich angeboten. Als Zusatzlehre in 2 Jahren kannst du den Dachdecker, den Sanitärinstallateur oder den Lüftungsanlagenbauer noch zusätzlich in dein Repertoire aufnehmen. Jetzt stellt sich nur noch die Frage, welchen Weg schlägst du ein?